Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Matt M. Und wir spielen die Partie der Fortuna am morgigen Samstag beim FC Erzgebirge Aue in Aue vor. Und wir gehen sofort in medias res, nutzen das neueste Update. Und ja, wir sehen es. Für morgen in Hallo Aue und ist willkommen, liebe Fußballfreunde. Schneegestöber Wir begrüßen Sie angekündigt zu und unserer heutigen Partie. folglich Mein Name berücksichtigen ist wir Rolf das und auch ich trainiere heute in hier unserer der Kollege Partie. Frank Buschmann und wir Fortuna-Neuzugang werden die Felix Spiele hier Klaus zu Hause ist bei EA kommentieren. noch nicht im Und Form-Update uns geht bzw. es im am heutigen Kader-Update Tage um ein enthalten. Spiel in der Und zweiten da Bundesliga. zum bis heutigen Erzgebirge Aue Zeitpunkt heute gegen Abend Fortuna noch nicht Düsseldorf. ganz Wir klar ist, sind ob also er zu auch Gast in morgen der Liga. Eine im spannende Kader Partie, sein zwei wird oder interessante nicht. Mannschaften. Und ja, da schauen Habe wir ich mal, dann wer auch mal gedacht. das Na gut, Rennen warten wir die gewinnt. eine Woche. Ich hoffe, dass er nächste Woche dann hier auch Auf ihn eingetragen wird ist. Das heute heißt Sonntag also bei einer mir der körperlich stärksten hier Spieler heute nicht überhaupt. Das wird berücksichtigt. richtig schwer werden für die Gegenspieler. Der gibt ja immer Vollgas. Ansonsten in der Realität Fortuna mit einem 0 zu 0 am Montag in Braunschweig sicherlich Spätestens in den nicht letzten dem Jahren ist der Fußball ja endgültig brillantesten zu einem Spiel, was man diese Saison globalen bisher hingelegt Phänomen hat. geworden, Buschi. Richtig, Ein das sehr, sieht sehr man zum Beispiel in defensiven den Gegner. USA oder aber auch in Asien. Das ist Auf eine der anderen Seite hat Riesenbegeisterung Uwe da Rösler und es gibt durchaus natürlich auch recht mit dem Wachstumspotenzial. Totschlagargument, dass man eben auch nicht jede Partie gewinnen kann. So blöd wie das klingt, aber das stimmt natürlich auch. Zumindest kann man das nicht erwarten. Da sehen wir die Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Bei Der Ihnen ewige wird Mendel im heute Tor. sicher viel über die Außen gehen. Das bietet Sören sich beim Gonta in der Abwehr. 4-3-3 an, vor allem, Wundert oder einen, wenn dass die Aue das, trotz Außenstürmer allem so wirklich wenig an der Tore Linie kassiert draußen bleiben. hat. Also sie wollen das Spiel breit machen. Hier sehen wir die Aufstellung Ich von denke, bei der Fortuna Fortuna wird es Düsseldorf. keine großen Überraschungen Wir geben, sehen bei Ihnen heute ein die jetzt klassisches 4-4-2. mehr oder weniger Klassisch eingespielt. deshalb, weil er Stammelf tatsächlich zwei Abgekommen Viererketten kehrt aufgestellt hat. vermutlich Häufig zurück morgen. wird heute ja eher mit einer Und Raute gespielt oder in ja, ganz anderen alles Formationen. ansonsten wie Und ich hoffe das gehabt. jetzt mal. Und wie gesagt, Felix Klaus noch nicht auf der Bank. Oh, Der das ist Schiedsrichter wirklich ein pfeift diese Stehspiel. Partie an. Na, da kriegt man doch mal was für sein Geld. Zumindest hier auf dem 4K-Fernseher muss ich schon sagen, das sieht krass aus. Fandrich. Ganz energisch. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Und Gute ich Aktion. muss tatsächlich Das könnte sagen, die es ist Gelegenheit vielleicht wie geben. mit echtem Schnee. Wartet erstmal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Da passt der Torhüter Ah, auf. stark. Wie mit Und echtem Eckstoß. Schnee. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Es ist visuell etwas schwierig. Übrigens, auch der FC Erzgebirge Aue hat nach dem Stadionumbau eine Rasenheizung. So, das ist vermutlich morgen nicht zu so einer weißen Rasenfläche kommen wird. Aber ich finde, wie gesagt, Jetzt das kommt passt die doch irgendwie Ecke. trotzdem ganz Ah, gut. da, er hält ihn. Ist es denn zu Wow. fassen? Landsparade. Krass. Das nicht mal rausgeholt. So, Ecke jetzt kommt müssen in wir die das hier mal Mitte. langsam überstehen. Aber so sicher nicht. Lange Flanke. Tor! Sie wollten hier Ja. von Anfang an Da haben wir tonangebend fast drum sein und das ist gebettelt, Ihnen ne? auch gelungen. So wie wir hier unter Druck standen. Noch keinen Ball wirklich gehabt im gesamten Spiel. Und schon liegen wir hinten. Naja, das wird wohl doch etwas mehr Arbeit. Ja, Sie können zunächst klären. So Wir viel sind hier zum noch mal Thema in der der Wiederholung, letzten aber paar Male, das ob ist ich nicht nicht doch mal auf konsequent genug. Weltklasse umschalten sollte. Und dann fällt Ja, so fast mit als logische Sicherheit nicht. Konsequenz doch der Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. Ja, 1-0. dann spielen wir mal, oder? Hennings. Karaman. Guter Vorstoß, kann was werden. Ja, das war. Und da ist der Ball wieder weg. Wie nennt man das? Mangelnde Abstimmung? Karaman. Karaman!
So, und das war der Ausgleich, Freunde. Das könnte heute wirklich eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut, so kann es weitergehen. Interessanter Torjubel, möchte ich jetzt mal sagen. Sie schlagen gleich wieder zurück und genauso geht's. Schwerer Fehler, es war vermutlich so ein Konter, war er wirklich, oder? Wer auch sonst. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen. War meine Prognose am Anfang wohl auch gleich die richtige. Also, alles wieder auf Anfang. Alles auf Anfang, es steht 1 zu 1. Ha, sag ich doch. Wenn man sich den Reporter-Sprech schon angewöhnt hat, wa? Hennings. Ah. Könnte man auch kurz faul sehen, vielleicht. Jetzt kommt der Schuss. Es kommt nicht nur der Schuss. Es kommt Shinta Apelkamps zweites Saisontor. Jeder Schuss ein Treffer. Hm? Fast gehalten. Der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu streng. Es war natürlich auch enorm gut durchgesetzt von Peterson. Das Tor hat jetzt noch mal der Schuss. Aus kurzer Distanz, aber Mendel nicht gerade glücklich, ja. Mit einer flotten Sohle aufs Schneeparkett. Jetzt steht's hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Und ein knappes Ding. Da gehen sie dazwischen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ah, Mist. Sieht vielversprechend aus. Das ist jetzt seine Chance. Ball kommt. Weiter geht's. Nein! Aber egal. Der Prip-Eddy. jeder Schuss ein Treffer. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt, da sind dann aber auch können in der Abwehr. Konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Ja, das war dann besser vom Torwart, aber schlechter von der Abwehr. Der neue Spielstand lautet jetzt. Und so schnell geht's. 8.11., 14. 3 zu 1. Dankeschön. Jetzt könnten wir doch wieder über Weltklasse diskutieren. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Super dieses Zuspiel. Er kann es machen. Das ist der Treffer. Hey Freunde, das ist jetzt aber auch eine Quote hier, oder? Oh, Nachwuchs im Hause Hennings unterwegs. 4-1. In der wievielten Minute? Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das ist aber auch ein schöner Strahl. Was ist das für ein Torverlauf? 16. Also 8., 11., 14., 16. Und wir haben einen neuen Spielstand. 8., 11., 14., 16. Wow. Die Nummer 28, Ruben Hennings. Prep. Hennings. Zip ist ja nicht weiter vorne. Das könnte auch abseits. Und jetzt haben sie den Ball. Ja, war's auch. Jetzt können sie den Ball reinbringen.
Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ja, wäre Viererkette. Hochscheid. Fandrich. Anspiel kommt gut. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt wird's gefährlich. Ball ist unterwegs. Der ist doch heiß. Bessere Bedingungen für eine Grätsche kann es ja gar nicht geben, wenn es so rutschig ist. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Den Ball holt er. Ja, und jetzt gehen wir mal hier offensiv. Da sind die Fans offensiv. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Und da ist der Ball wieder weg. Alles durcheinander hier. Fandrich. Ich bin etwas fasziniert von dem weißen Flickteppich. Jetzt wird's gefährlich. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Könnte den Konter geben. Ihn holt keiner auf. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Das gibt Ecke. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Welches? Der ging fast genau auf ihn drauf, aber es gab keine Zeit mehr zu reagieren. Ecke in die Mitte. Er gibt abseits. Das kann sein, ja. Beider ist dann noch auf der Linie der 24er. Da bin ich mir aber dann doch nicht so sicher. Aber ich kann es nicht ändern. Hennings. Ach, da war noch einer. Ist aber egal. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Riese. Das sie verlieren den Ball. Großer. Da haben sie den Ball. Da ist Platz auf dem Flügel. Da ist die Chance. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Ja, zu zentral. Ecke kommt ins Zentrum. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da kommt die Hereingabe. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Kommt Simbo. Ah, okay. Hochscheid. Und das ist der Ballverlust. Ja, wird hier gut unterstützt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Schönes Anspiel. Klar. Auf außen ist jetzt Platz. Du mit. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Frühes Stören jetzt. Der Ballverlust. Soft. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Karaman. Prip. Da ist aber Platz. Gute Aktion. Sie suchen die Lücke. Abwehr hat aufgepasst. Verflixt. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Der Schuss. Schön abgeblockt. Ja, den. Ja, jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Einwurf holen wir uns doch in Ruhe. Schöne Aktion. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Die Chance ja, könnte, jetzt. Aber, oh. Was für eine Aktion. Abseits, so oder? Gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettung. Ja, die Laufwege waren nicht so, wie ich mir das erhofft hatte.
Alfredo Morales. Spektakel, meine Damen und Herren, Spektakel. Kevin Danzo. Karaman. Schöne Aktion. Holt sie. Klasse Chance jetzt. Oh. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Ja, so gerade. Ball ist wieder weg. Ballverlust. Fandrich. Auch da verlieren sie wieder den Ball. Hätte ich durchgehen lassen können. Aua. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Die Betonung hier liegt auf versuchen. Naja, komm, da. Dürfte mal ein Pass ins Ausgrätschen. Kevin Danzo. Prep. Sie verlieren nee, den Ball. Nee, das war schlecht. Ja, das zum Glück auch. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kann er was draus machen? Was macht er draus? Ball kommt rein. Fast das Kopfballtor, ja, aber nicht, auch nicht. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Über den K. Na, ne, doch vorbei. Ja, okay, okay, okay. Zimmermann. Und sie war klar Halbzeit. Überlegen in der ersten ja, erst Halbzeit. Steht es hier 4 zu 1 und im Grunde ja, ich würde mal sagen, war nicht alles schlecht, ne? Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Ja, das müssen wir uns im Detail jetzt auch nicht mehr angucken. Aber eine Quote von 50% der Torschüsse im Tor und alle aufs Tor, das ist schon ganz gut. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Kreinsch. Hennings. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ja. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Zimmermann. Jetzt können sie vielleicht kontern. Oh, Morales geht nach vorne. Vielleicht machen sie jetzt was wird's ernst, Freunde. Jetzt wird's Flanke ernst. Geht rüber an den langen Pfosten. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Deutlich besser. Die Nickelhütte Aue. Ach, diese Bandwerbung, sehr schön. Da kommt die Ecke. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber das knapp drüber. War da hat äußerst nicht viel gefehlt. So eine klasse Vorlage. Da war mehr drin. Aber so geht der Ball über den Kasten. Er bringt den Ball nicht aufs Tor, etwas zu hoch. Schade.
Reise. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Jetzt könnte er flanken. Flanke kommt weit. Keeper geht gut zum Ball. Forstet den weg. Es geht mit dem Abschluss weiter. Ja. So geht's natürlich. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Im Ansatz ein guter Kopfball, aber er geht trotzdem deutlich über die Latte. Deutlich. Kreinsch. Und da ist der Ball wieder Hoppala. Weg. Macht er gut. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Nein. Ja, da haben wir dann Zeit, ne? Hoffmann. Zimmermann. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Fandrich. Und weg. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Ja, das ist alles inzwischen doch bei dem Spielstand. Machen wir uns nichts vor, er ist jetzt nicht mehr so spannend. Und dann doch sehr unter Kontrolle, alles in allem. Ne? Kevin Danzo. Alfredo Morales. Karaman. Toller Pass. Gute Aktion. Da hat er die Chance. Ein fantastischer Trick. Ja, das war doch mal ein hübscher Trick, oder? Ach, hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Und ein hübscher Tanz dazu. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung das schlecht aussehen Trick, ne? lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Machst du nix. Okay, das gucken wir uns nicht nochmal an. Oh, mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier es wird deutlich, ja. Die Nummer 28. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über, Buschi, hör mal. Nee, ganz im Gegenteil. Durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Hennings. Karaman. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Tolles Zuspiel. Steil gespielt. Gut verteidigt. Die Eingabe zu lange wartet. Abgeblockt. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute. Folgerichtig die Auswechslung. Jetzt die Ecke. Da ist die Szene vorbei. Wichtig, dass er da klärt. André Hoffmann. Sie können das Tor hier tatsächlich noch verhindern. Ja, jetzt haben sie den Ball, können ein bisschen durchatmen. Es war knapp auf der Linie, so gerade noch geklärt. Busmann. Fandrich. Da war ja noch einer. Und weg. Ach, mit der Ecke haben sie es. Willkommen im Schacht. Sagt der Gesundheitspartner. Die AOK Plus. Alfredo Morales. Kevin Danzo. Zimmermann. Karaman. Klasse Pass. Oh, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Ganz eng war's, aber ich hatte es irgendwie geahnt. Das ist richtig entschieden. Ja, ja. Hätte er nie im Leben gehabt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis.
Guter Pass jetzt. Jetzt ist der Platz da. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Auf Kosten einer Ecke. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Klasse, wie er das macht. Ganz überlegt und platziert abgeschlossen. Zip. Ecke kommt ins Zentrum. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Korrekt. Nur noch der Torwart vor sich. Nach wie vor lebt diese Chance. Da ist das Tor. Ja. Da natürlich aber auch wirklich alles offen. Tor Nummer 3 und den Torwart sogar noch aussteigen lassen. Das gelingt dann auch hier nicht. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen. Das ist kein Problem. Hier nochmal dieser Treffer. Ins leere Tor. Ja, und vorbei Florian Kastenmeier. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Strauß. Hochscheid. Schöner Pass. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er holt den Ball hier ganz stark. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, es ging leider nicht so. Zumindest nicht so schnell wie erhofft. Hennings. Also am Ende ist kein Tor dabei rumgekommen, Buschi. Aber den Konter müssen wir trotzdem mal loben. Ja, der war sensationell gespielt. Bis auf den Abschuss alles richtig gemacht. Gemacht. Genau, und wir wechseln. Abwehrkampf nach seiner Verletzung. Wollen wir nicht gleich überbeanspruchen. Stattdessen kommt Emanuel Joa. Der Ex-Auer. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Joa, der diese Woche seinen Vertrag verlängert hat bis ins Jahr 2024. Das Eigengewächs der Fortuna. War vor 2 Jahren hier nach Aue ausgeliehen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ja. Weiß nicht, so ganz sauber war das dann alles auch nicht. Den Ball spielt er raus. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Ja, wäre. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt vielleicht die Chance. Nix gibt da. Ecke. Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben nochmal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das. Naja, bei dem absolut knappen Spielstand ist das mehr als verständlich. Eben war noch Geisterstimmung. Laut Reporter. Die Ecke kommt. Erstmal geklärt. Die Ecke geht. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Na, nicht nur bei denen. Ich denke, Kovnatski können wir einmal bringen. Obwohl, eigentlich war Karaman jetzt nicht so überragend. Also, genau, machen wir es so. Die Nummer 31, Ben Zulinski. Neu dabei, die Nummer 20, Calogero Rizzuto. Wechsel bei Fortuna Düsseldorf. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Neu in der Partie, die Nummer 9, David Kovnatski. Genau die. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Hennings.
Ja, starker Pass. Das ist der Treffer. Ach ja, wenn dann alles klappt, ne? Und ja, ja, ja. Sobald die Hinrunde abgeschlossen ist mit dem Viertspiel nächste Woche, schalte ich auf Weltklasse um. Hat ja doch keinen Zweck. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Komischer Schuss, ne? Aber mir soll es recht sein. Ach, und dafür darf er auch gleich duschen. So. Kutras kommt. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Echt? Riese. Oh. Hochscheid. Das könnte was werden. Super Tackling. Alfredo Morales. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Hochscheid. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Klasse vom Verteidiger, er blockt die Flanke ab. Ecke kommt rein. Aha. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Ja, das gucken wir uns gar nicht nochmal an. Macht man das, hä? Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Flanke. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Er schirmt den Ball ab. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ah, faul. Das war eine Riesenparade gerade, eine klasse Szene. Voller Einsatz hier, sie haben den Ball. Was macht er draus? Ball kommt in die Mitte. Die Flanke. Was für ein Tor. Und ein Tor. Und was für eins. Absolutes Traumtor. So ist dieses Tor entstanden. Da kommt die Flanke. Und dann ist dieser Volley natürlich richtig gut. Der Keeper ist machtlos. Den Ball hat er super getroffen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, aus einer leider echt schlechten Kameraperspektive. Ja, das Tor hätte ich gerne noch mal gesehen. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Gut den Körper eingesetzt. David Kownacki. Er gibt das Foul und Freistoß. Ja. Hoffmann. Ach, ich dachte, das sei Trip. Ja, okay. Ist jetzt vielleicht nicht der Typ für einen Schlenker mit dem schwachen linken Fuß. Das gebe ich zu. Da verlieren Sie den Ball. Der läuft dann doch. Zimbo. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Okay, war voll. Zweiter Versuch. Wieder Hoffmann. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ja, diesmal nicht. Den Ball entschärft er ganz locker.
ganz locker. Gut gemacht, ach, gutes Tackling. Ja, 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 ja. Sie haben Platz. Oh. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Muss Abschluss geben. Oh, den hätte er besser nicht angenommen. Ja, das spielen wir jetzt runter. Wie man das so macht, ne? Team nach vorn peitschen, los, komm, dann nach vorne. Und weiter bei. Ja, mit viel Übersicht. Schöne Aktion. Und vorne sind wir. Das ist der Schluss. Und das war's. Die Gäste haben heute also ja. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten ist jetzt sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich doch erschaffen. Keine Ahnung. Vierte oder fünfte Spiel in den letzten Wochen, dass ich eindeutig zurückgewinne. Das Offensivspiel ist doch deutlich jetzt vereinfacht. Zumindest auf dem Profischwierigkeitsgrad. Und deshalb muss ich jetzt auf Weltklasse gehen. Jetzt kommt der Schuss. Tor! Und da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Tja. Das ist jetzt eine Chance. Ball kommt. Weiter gefährlich. Und der Abstauber. Immerhin von sich selbst abgestaubt, ne? Schön abgezogen. Eingeschweißt. Da ist Platz auf dem Flügel. Da ist die Chance. Das war aber nur eine Chance, das war kein Tor. Ja, den noch gehalten hat aus der Entfernung. Dass sie die sogar noch in den Höhepunkten haben bei den ganzen Toren. Toller Pass. Entschuldigung, dass das Auer-Tor nicht gezeigt wurde. Gute Aktion. Der jetzt hier der Trick. Ja, und dann auf die lange Ecke. Das war gut und das nächste, meine ich, war genauso gut. Kasten als Vorbild. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Na, ein bisschen mehr haben wir aber noch. Hennings. Ja, starker Pass. Das ist der Treffer. Geschweißt. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Tja. Ich denke, das war's, oder? Genau. Ein lockeres 1:8. Ja, ich weiß. Ja, Ruben Hennings, bester Mann. Das überrascht nicht, aber auch Edgar Pripp mit einer 10-0. Karaman 9.0, Petersen 8.8, Hoffmann 8.8, das waren seine Torschüsse. Morales 8.2, das war nicht schlecht. Und hier war es Pascal Testroth mit einer 7.7, der halbwegs annähernd war, aber auch Jan Hochscheid. Nun ja. Ja, ich denke, nicht weniger als dieses Ergebnis kann man auch morgen erwarten. Freuen wir uns also alle morgen auf ein 8:1 der Fortuna in Aue. In diesem Sinne, tschüss.